Cool. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag, einen schönen Abend und dass es dir einfach gut geht und dass du einfach Bock hast, jetzt einfach ein neues Video von mir anzuschauen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wenn du Bock drauf hast, mit mir diese großartige Brigitte-Box anzuboxen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, dann reißen wir das Ding mal auf. Hier ist die Brigitte-Box und ganz ehrlich, ich wusste nicht, in welcher Farbe die Box erscheinen wird. Dass sie passend zu meinem Pulli ist, keine Ahnung, das ist einfach Zufall. Reiner Zufall. Richtig geil, freut mich. Das ist schon mal was sehr Positives an dieser Stelle. Und in diesem Karton ist auch mit drin eine Brigitte-Zeitschrift. Die kostet regulär 3,50 Euro. Ich freue mich immer, wenn da so Produktproben und sowas drin sind. Sind dieses Mal leider nicht. Aber naja, kommt bei uns in den Zeitungsständer, ins Badezimmer und wird gelesen. Ich freue mich. Cool. Hier ist das Schätzchen, die wunderschöne Brigitte-Box. Wem es aufgefallen ist, mein Freund ist ein großartiger Mensch und hat hier hinter mir die Lichtschalter ausgewechselt. Die waren ja immer in diesem wunderschönen Braunton. Das ist quasi noch der Lichtschalter gewesen, bevor wir das Haus renoviert haben, weil wir dieses Zimmer hier noch gar nicht renoviert haben, weil das mal irgendwann das Kinderzimmer werden soll. Und ja, dann wurde er dezent darauf hingewiesen von seiner Schwester. Und ja, dann hat er kurzerhand, als ich heute meine Prüfung hatte, meine Englischprüfung und nicht da war, hat er das ausgewechselt. Groß, groß Dankeschön. Ja, freut mich sehr. Aber kommen wir zum eigentlichen Part. Ich habe den Deckel entfernt. Hier ist die Box. Es riecht sehr frisch aus dieser Box. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass da irgendwelche Sachen drin sind, die so passend zu Vorweihnachtszeit sind, irgendwelche wärmenden Masken, Kuschelsocken, weil man ja auch im Bereich Lifestyle hier unterwegs ist, Spekulatius, weil da ja auch Essen drin sein könnte, ja, und irgendwelche knallroten Lippenstifte, wovon ich wahrscheinlich schon 5 Millionen habe, aber irgendwas Passendes zur Vorweihnachtszeit, was einem auch irgendwie warm werden lässt, vielleicht ein Tee oder sowas. Dann machen wir das Schleifchen auf. Machen hier das Ding auf. Hier ist sie, die Box. Die habe ich im Abo. Im Jahresabo und zahle 25 Euro pro Box. Und sie kommt ungefähr, also sie kommt alle 2 Monate, nicht ungefähr alle 2 Monate. Genau. Hier kommt nochmal die Info. Liebe Leute, holt euch den Adventskalender von Brigitte-Pinkbox. Die gehören ja zusammen. Ja. Den habe ich euch ja schon geöffnet. Wer Lust drauf hat, kann sich das mal hier oben anschauen. So, auch hier ist ein Shopping-Booklet mit drin. Das gleiche, glaube ich, was auch bei der Pinkbox mit drin war. Da hatte ich euch schon die ganzen Gutscheincodes unten in die Infobox geschrieben. Die kopiere ich euch auch sehr, sehr gerne hier nochmal unten mit rein. Schaut einfach mal vorbei. Da schreibe ich euch ja alles rein, was ich irgendwie in diesen Boxen finde. Und hier haben wir noch das Brigitte-Box-Heftchen. Auch da sind manchmal noch ein paar Gutscheincodes drin. Auch die werde ich euch in die Infobox schreiben. So. Los geht's. Als erstes habe ich hier drin ein Wimpernserum von Isana. Das hatte ich schon mal in meiner Pinkbox. Das habe ich aktuell in Verwendung. Das finde ich richtig, richtig geil. Habe ich dann als Backup vom Backup vom Backup, weil ich in diversen Adventskalendern auch schon wieder Wimpernserum drin hatte. Oder es kommt in eine Verlosung. Mal gucken. Ich habe das ja auch bei dem Adventskalender mit verlost, den ich euch verlost hatte. Der letzte Woche geendet ist, sage ich mal. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Produkt und finde ich toll, dass sie das wieder mit reingemacht haben. Weil vielleicht hat man nicht die Pinkbox und die Brigitte-Box im Abo, so wie ich, sondern nur die Brigitte-Box. Aber es ist ein richtig gutes Produkt, was ich immer wieder empfehlen kann. So, und auch für kleines Geld bei Rossmann zu kaufen ist. Als nächstes habe ich hier mit drin von Hormocenter eine Intense 7-Tage Ampullenkur. Es sind jetzt so zu Weihnachten hin immer mehr Ampullen in den
Boxen und Adventskalendern drin, was ich gut finde. Denn ich habe jetzt letztens mal, Entschuldigung, eine ganze Wochen-Ampullenkur nur mit Douglas-Ampullen gemacht. Und das war ganz gut. Also die haben jetzt nicht so den ultra krassen Effekt bei mir hervorgerufen, aber das Ganze werde ich euch in meinem Aufgebraucht-Video nochmal erzählen. Aber es war ganz angenehm. Kann man mal machen. Und die hier sind für Feuchtigkeit, Regeneration und Vitalität 7 Ampullen. Das ist dann auch wieder für eine Woche. Und das finde ich cool. Ein schönes Produkt, worauf ich mich echt freue. Hormocenter sagt mir gar nichts. Hört sich nach Wechseljahren an. Aber naja, wir probieren die mal aus, ne? Ja. Diesen Rasierer habe ich jetzt grob geschätzt schon 5000 Mal irgendwo drin gehabt. Ja, ich habe ihn schon ausgetestet und bleibe aber bei meinen Männerrasierern. Ich werde ihn euch wieder in eine Verlosung mit reinpacken. Also in der nächsten Verlosungskiste wird es auch wieder drin sein. Es tut mir leid. Aber ja, davon wird man doch so ein bisschen inflationär überflutet, oder? Das ist ein bisschen viel. Ein bisschen viel, Leute. Ein bisschen viel. Ich glaube, in so ziemlich jeder Box, die ich im Abo habe, hatte ich diesen Rasierer schon drin. Plus in einem Adventskalender. Also ich glaube, ich hatte jetzt schon, keine Ahnung, 4, 5 Mal diesen Rasierer in meinen Händen. Also, Wahnsinn, Leute. Was habe ich gesagt? Das müsste Tee sein, ne? Ja, das sieht nach Tee aus. Happiness ist, probier mal. 14 verschiedene Bio-Tee-Mischungen. Das finde ich schon wieder richtig praktisch, dass du verschiedene hast. Grün, Schwarz und Weiß-Tee. Frieden finden, Kind bleiben, Mann sein, Kräuter-Früchtetee, Frau sein, frisch verliebt, Mate-Tee, hellwach, Kräuter-Gewürztee, aufblühen, durchschlafen, Freunde feiern, Frische spüren, Heavy Metal, Lebensfeuer, pure Leichtigkeit und wild sein. Das sind die Sorten, die hier drin sind, das finde ich ultra witzig. Allein aufgrund dieser Beschreibung wird dieser Tee genutzt. Wird er so oder so, weil es ist jetzt einfach gerade diese Zeit, wo wir jeden Abend mindestens eine Tasse Tee trinken. Cool. Gefällt mir. Ja, interessant, ist mit drin. Praktisch. Ist auch ein ultra cooles Packaging. Die Firma Sonnentor kenne ich jetzt so gar nicht. Ja, werde ich ausprobieren. Bin ich gespannt drauf. Bislang noch keine dekorative Kosmetik. Ich bin relativ ungeschminkt, um auch mal das eine oder andere austesten zu können. Aber wir schauen mal weiter. Ich habe es laut ausgesprochen. Von Revlon haben wir hier einen Lippenstift drin. Mal gucken, ob mir die Farbe zusagt. Das ist die Farbe Pearl 028 Cherry Blossom. Ja, den probieren wir doch mal aus. Cherry Blossom und Pearl. Sieht so aus. Schöne Farbe. Cherry Blossom Pearl, also das sieht jetzt auf den ersten Blick einfach nach einem roten Lippenstift aus. Ich komme euch mal etwas näher, damit ich mir den hier drauf machen kann und ihr das dann schön sehen könnt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das gleichmäßig geworden ist, weil ich jetzt hier ja direkt vor dem Display sitze und mir den drauf gemacht habe. Ohne Spiegel, ohne Lip Liner. Ja, aber die Farbe passt auf jeden Fall zum Oberteil, finde ich cool. Macht keine gelben Zähne, macht definitiv sehr, sehr weiße Zähne und ist sehr weihnachtlich. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Pearl zu tun haben soll, aber Cherry auf jeden Fall. Das ist eine coole Farbe, der fühlt sich mega cremig an, fühlt sich angenehm an. Ich kann jetzt noch nichts über die Haltbarkeit sagen. Ich werde noch ein bisschen hier sitzen und mit euch reden. Mal gucken, wie das sich in der Zeit verhält. Ich glaube, ich habe ihn relativ unregelmäßig aufgetragen, aber verzeiht mir das bitte. Ich rutsch mal eben wieder nach hinten. Schöner Lippenstift, gefällt mir richtig gut. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Nummer jetzt auch zu der Vorweihnachtszeit. Wie ich schon sagte, ein roter Lippenstift, das wäre doch mal was. Was ist das? Ein Pinsel. So ein, ich habe keine Ahnung, wie heißen diese ganz kleinen Pinsel nochmal. Weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall total schön. Von Bella Pierre. Das ist auch kein günstiger Pinsel. Fühlt sich wirklich schön weich an. Also sehr, sehr angenehm. Aber im Großen und Ganzen finde ich diese kleinen Pinselchen ganz süß. Ich mag es lieber, wenn ich einen richtigen Stiel in der Hand habe und dann richtig so wie ein Maler über mein Gesicht fegen kann. Und ja, das macht mir einfach Spaß. Make-up ist bei mir einfach auch ein bisschen mit Spaß verbunden. Es muss nicht alles immer so ernst sein und nach gewissen Regeln gemacht werden, sondern einfach mal mit Spaß arbeiten. Genau, aber ich mag dieses kleine Pinselchen. Finde ich ganz süß.
Ist ganz praktisch, wenn man sich das so in die Handtasche machen kann, wenn man zum Beispiel irgendwo auf einer Feier ist oder sich sonst irgendwo nachpudern möchte, wenn man unterwegs ist. Nicht verkehrt, gerade auf Feiern würde ich mal sagen, macht das auf jeden Fall Sinn, weil man da dann halt auch sich bewegt und schwitzt. Also finde ich den ganz süß. Dann habe ich hier drin von Betty Barclay ein Body Mousse, ein Moisturizing Body Mousse Beautiful Eden. Ist es dann quasi ein, ja, das müsste dann ja so eine Bodylotion sein. Ich schüttel das mal. Ich hoffe, ich darf das schütteln. Bei manchen von Avène oder wie die heißen, da darf man die ja nicht schütteln. Ich denke mir immer, naja, explodieren die dann? Ich weiß es nicht. So, dann gucken wir mal. Das ist, ah, ich dachte, das wäre gerade beschlagen von innen gewesen, aber das ist einfach nur matt. So. Kennt ihr das? Wenn ihr so Sachen benutzt und sie einfach explodieren. Schön. Ah, ich liebe sowas. Gut. Ich weiß gar nicht, was hier so riecht. Das kommt hier, glaube ich, raus. Ich glaube, da ist irgendwas drin, was einen ganz extremen Geruch hat. Ja, das hier ist es nicht. Das riecht sehr süß. Diesen typischen Betty Barclay-Geruch, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Body Schaum mag ich übrigens auch sehr gerne. So. Der zieht wirklich schnell ein. Wow. Das ist ganz praktisch. Es riecht wirklich stark parfümiert, aber ich mag das. Ich mag stark parfümierte Sachen, gerade wenn das blumig parfümiert ist. Und das zieht wirklich irre schnell ein. Und danach kannst du dich mega gut schnell anziehen. Das heißt, es ist ein Produkt, was man zum Beispiel ja, benutzen kann, wenn es schnell gehen muss. Ne? Wenn du das morgens machst oder wenn du abends und dann möchtest du schnell ins Bett, weil du dir schnell eine kuschelige Klamotte anziehen willst. Also ja, auf jeden Fall sehr schön. Also das ist jetzt echt eingezogen, ne? Und es riecht irre gut. Ja, riecht gut, mag ich leiden, wird recht schnell verwendet werden, weil ich das wirklich gerne mag. Cool. So, was haben wir hier? Von Weleda ein Lip Balm, zarte Farbe und Pflege in Rose. Den hatte ich auch schon mal drin, ich glaube auch in der letzten Pink Box. Deswegen werde ich den jetzt nicht öffnen, weil ich den anderen schon geöffnet habe. Ich gucke mal eben nach. Nee, es war tatsächlich Berry Red drin und jetzt habe ich Rose drin. Das hier ist dann wahrscheinlich die etwas dezentere Variante. Werde ich jetzt aber noch nicht öffnen, weil ich den vielleicht weitergeben werde. Ich bin nicht so der Naturkosmetik-Fan, weil ich da nicht so die besten Erfahrungen mitgemacht habe. Den hatte ich nämlich auch schon in Nude mit drin und den habe ich auch ausprobiert. Zum einen hat mir die Farbe null gefallen und zum anderen hat er meine Lippen nicht gepflegt. Also, ne? Hat bei mir nicht so funktioniert. So. Aber jetzt ist er schon wieder mit drin. Irgendwie verfolgen einen dann so doch ab und an mal die Produkte, die man in den Beautyboxen drin hat, oder? Kannst nichts machen. In diesen Boxen hat man, in den Brigitte-Boxen hast du total oft Leseproben drin. Und dieses Mal haben wir ein Buch mit drin und eine Hörprobe. Das finde ich cool. Was ist das für ein Buch? Ich lese wirklich gerne. Problem ist bei mir die Zeit. Also gerade jetzt, seitdem ich hier YouTube mache oder wenn ich im Sommer im Garten bin und dann halt im Garten arbeite, kann ich schlecht ein Buch lesen, ne? Übrigens liebe ich das hier. Der Geruch von neuen Büchern ist ein Traum. Spannend, atmosphärisch, raffiniert. Meisterviolistin Natascha Korsakova gibt ihr Romandebüt. Ach, guck mal, das ist auch die Autorin. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ob das was für mich ist oder ob das ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden sein wird, das warten wir nochmal ab. Aber auf jeden Fall richtig cool, dass das hier als Lifestyle-Produkt mit drin ist. Sehr, sehr geil, Brigitte Box. Weil das macht auch Sinn. Jetzt zu dieser gemütlichen Jahreszeit kann man sich gerne mal ein Buch nehmen, sich damit vor den Kamin setzen oder auf die Couch legen, setzen, stellen. Wie es einem beliebt. Und sich auch mal ein Buch nehmen. Und dieses Buch ist auch wirklich mal recht schnell durch, würde ich mal so sagen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich in einem Wochenende durch. Das ist ja echt sehr, sehr dünn, ne? Ja, aber finde ich cool. Sehr, sehr, sehr gute Idee. Als nächstes. Ja, kommen wir zum Kern des ganzen Geruchs, der hier in diesem Zimmer ist und nicht mehr rauszukriegen sein wird. Hier ist etwas mit drin. Das ist eine Seife. Fleur d'Oranger. D'Oranger, ja.
Soap made in Provence with essential oil of lemon and orange extract. Leute, auf jeden Fall. Das ist die Seife. Ich sage es immer wieder, ich benutze keine Stückseife. Hier ist ein ziemlich großes Stück Stückseife drin. Und ich glaube, mittlerweile ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir ein Seifenschälchen zulegen werde, um diese ganzen Seifen, die sich hier angesammelt haben, mal aufzubrauchen. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Aber die riecht wahnsinnig gut. Die riecht fruchtig frisch. Und ja, ein Stück weit erinnert mich das an das Badezimmer von meiner Oma, was aber nicht negativ ist. Meine Oma ist eine extrem reinliche Frau, die immer sehr, sehr gut riecht. Ne? Also absolutes Kompliment. Deswegen ist das auch eine sehr gut riechende Seife für mich. Ja, das ist, riecht auf jeden Fall sehr frisch und pflegend. Ich denke, die wird bei uns im Gästebad einziehen. Und ich werde mir ein Seifenschälchen zulegen. Führt keinen Weg dran vorbei, Leute. So, als nächstes habe ich von Lindt Mini-Pralines drin. Leute, das ist der Wahnsinn. Das gefällt mir richtig gut. Ich liebe sie. Und das hier sind auch genau die richtigen, glaube ich. Oh, Moment. Ich richte es nochmal schön her. Ta-ta-ta-ta. Dieses Schächtelchen wird, ja, heute, wenn ich schlafen gehe, leer sein. Es ist abends. Wir haben es jetzt ungefähr, ich glaube, 9 Uhr oder so. Naja. Nehme ich mir mal die hier, die sehen nämlich sehr ansprechend aus. So kleine Sternchen mit Milchcreme gefüllt, glaube ich. Hm. Ein Hauch Kaffee. Sehr lecker, sehr geil. Dankeschön, gefällt mir. Als nächstes habe ich eine, auch von Hormocenter, Weekender Aufbaumaske. Mhm. Ist genau das gleiche wie bei den Ampullen mit reinem Pfirsichkernöl und Shea-Butter. Ja, wird in meinem nächsten Maskenvideo oder in einem meiner nächsten Maskenvideos mit euch zusammen getestet. Masken-Claudi ist am Start. Sehr geil. So, kommen wir zu dem letzten, was sich hier drin befindet. Color Repair Microcell 2000. Was ist das? Brillanter Farblack mit Silizium, Calcium und Algenextrakt. Stärkt und kräftigt die Nägel und erhöht die Widerstandskraft in den Nagelspitzen. Ultraschnelles Trocknen mit Long-Lasting-Effekt. Mhm. Welche Farbe ist das? Ist die Farbe Night Dream? Ich komme mal näher. Dann sieht man das vielleicht. Ne? Ganz, ganz dunkelrot. Keine Ahnung, ob ich den selber benutzen werde oder weitergebe. Ich muss mal gucken, was in meinen Nagellacken so für Farben rum kursieren, sage ich mal. Und wenn ich diese Farbe schon habe oder so eine ähnliche Farbe, wird der auf jeden Fall in ein Verlosungspaket wandern. Ja, ihr Lieben, die Box ist leer. Das war's schon. Ich fand die Box dieses Mal auch wieder, wie immer bei den Brigitte-Boxen, wirklich gut. Es war wenig dabei, was ich nicht verwenden kann. Ich muss gerade überlegen. Das war eigentlich nur der Weleda Lip Balm. Und der Rasierer natürlich. Ja gut, der ist ja auch einfach mal zum 100. Mal hier gelandet. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein, das, was ich da aus diesem Heftchen rauskriege. Und bin wirklich gespannt. Also ich denke, dass der Wert dieses Mal relativ hoch ist. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier meine Playlist zu den ganzen Unboxings von den ganzen Abo-Boxen. Hier unten verlinke ich dir meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich kostenlos abonnieren. Ja, lass es dir einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!